M1. Juni dieses Jahres trat Richard Lugner zum 6. Mal in den Hafen der Ehe, und zwar mit Simone Reiländer. Die Hochzeit des Unternehmers fand im Wiener Standesamt statt, begleitet von einem Kamerateam, das die ganze Zeremonie festhielt. Doch das war noch nicht alles. Richard hatte sich einen weiteren besonderen Moment gewünscht, der laut Sternbild Stern bereits in Planung war. AM12. Oktober wollten er und seine Bienchen im Stephansdom den kirchlichen Segen empfangen, durchgeführt von Dompfarrer Toni Faber. Eine Sprecherin des Doms bestätigte, es war sein großer Wunsch. Die Zeremonie war noch nicht bis ins letzte Detail geplant, aber es stand fest, dass Herr Lugner und seine Frau in einer Seitenkapelle des Doms mit einem schlichten Gebet gesegnet werden würden. Richard klärte jedoch vor seinem Tod auf, dass es sich dabei nicht um eine kirchliche Trauung, sondern lediglich um eine Segnung handeln sollte. Seit 63 Jahren bin ich mit meiner ersten Frau kirchlich verheiratet. Deshalb gibt es am 12. Oktober nur den Segen durch Toni Faber. Für Simone wäre der kirchliche Segen wohl ein schöner Kontrast zur standesamtlichen Trauung gewesen. Eigentlich wünschte sie sich eine privatere Hochzeit, am liebsten am Strand und ohne Medienrummel. Schließlich setzte sie sich in einem Punkt durch. Die Hochzeitsnacht verbrachten Richard und Simone getrennt, nach der Erfüllung ihrer ehelichen Pflichten. Ich schnarche sehr laut, und das erträgt Simone nicht. Deshalb schlafen wir in getrennten Zimmern wie auch daheim, erklärte Richard damals. Bleibt dran für mehr spannende Details zu den ungewöhnlichen Hochzeitswünschen von Richard Lugner und Simone Reiländer.